Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem, ja, Let's Show. Ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll. Let's Show, Let's Test, Let's Play, eher weniger, denn ich möchte eigentlich mal ein bisschen nur anzocken und so. Mario Party 10, wenn man es noch so nennen kann. Also Mario Party eigentlich eher nicht mehr, denn Mario Party 9 war ja schon nicht mehr Mario Party an sich, sondern nur noch ein Dings, eine Abwandlung von, was weiß ich, keine Ahnung. Naja. mir entfallen schon wieder die Worte, aber es ist auch völlig komplett egal. Ich will eigentlich nur die Zeit vertreiben, bis endlich The Legend of Zelda Breath of the Wild rauskommt. Und zusätzlich möchte ich ja ein bisschen mit meinem Grabber rumprobieren. Also mit der neuen Capture Card, zu der ich ja schon extern ein Video gemacht habe. Und ja, ich bin alleine, leider. Deswegen spiele ich alleine. Und interessanterweise muss man Mario Party 10, was ja für Wii U konzipiert wurde, mit einer Wii-Fernbedienung spielen. Also, wer sich das ausgedacht hat, weiß ich auch nicht. Wir machen einfach mal ein ganz normales Party. Es gibt auch eine Bowser-Party, da kommt dann Bowser mit ins Spiel. Das ist aber uninteressant. Pilzpark machen wir einfach mal das erste Brett. Wir schauen uns das einfach mal an. Da sehen wir noch ein paar Mii-Sachen vom Miiverse wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wie ich die Fernbedienung halten muss. Wie nach vorne zeigend oder als Controller? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich unterschiedlich. Okay. Ja. Willkommen beim Party. Du triffst im Spielbrett Pilzpark an. So, wir würfeln nicht mal um die Reihenfolge, sondern es wird einfach gelost, wer anfängt und dann gibt es so eine Reihenfolge, keine Ahnung. Gibt keine Münzen, wie gehabt, wie bei Mario Party 9 schon der Fall, sondern nur die Silbersternchen. Und außer auf den Feldern gibt es halt nur Boss-Minispiele. Also es gibt halt nur noch per Felder die Minispiele und nicht mehr anders. Oh. Sieh auf das Gamepad. Auf den Schlössern finden sich Würfelzahlen wieder. Ah ja. Jede Würfelzahl bildet hier ein Schloss von Bowsers Gefängnis. Das könnt ihr leider nicht sehen. Und offensichtlich wird Bowser befreit, wenn jede Zahl einmal gewürfelt wurde. Ja, wir kriegen gleich mal ein Minispiel. Cool, dann kommt wenigstens Action rein. Finde ich super. Jeder gegen jeden Minispiel. Finde ich cool. Schieb-Schieb-Geflatter spielen wir. Okay. Worum geht's denn? Ich muss sie seitlich halten. Du bist einfach springe mit 2 und berühre die Schieb-Schiebs. Ah ja, okay. Ja, auch die Minispiele sind leider nicht mehr das, was sie waren. Auch das ist einfach nur so. Also, ne? Also von der Besch also diese Beschreibung jetzt auch noch dazu. Das war jetzt irgendwie einfach nur, ja, so Larifari. Ja, du bist unverwundbar. Schnapp die Cheep-Sheeps. Punkt. Boah, da hat man irgendwie den goldenen weg. Ich hab die großen. Da kommt ein großer. Ja. Es ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Also, ich bin übrigens Toad. Das habe ich gar nicht eingangs gesagt. Aber irgendwie ist Toad so, jetzt seit er dabei ist, mein Lieblingscharakter geworden. ja, eigentlich ganz cool. Aber es ist halt einfach nicht mehr das Gleiche. Und Donkey Kong hat echt so viele Punkte gehabt wie ich. Da müssen wir uns die Sterne teilen. Ja, ich soll die Fernbedienung wieder drehen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. So, weil Wario jetzt gerade dran ist, kriegt er die Sterne, die da auf dem Weg liegen. Das ist alles irgendwie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht wieso, aber aus irgendeinem Grund hat man sich gedacht, ey, lass mal alle in ein Fahrzeug stecken und die Münzen rausnehmen und wir sammeln nur noch Silbersternchen und auch keine normalen Sterne mehr. Ich weiß nicht, wer sich das Konzept ausgedacht hat, wieso, weshalb, warum. Oh, da ist auch wieder ein Siegel von Bowser kaputt gegangen. Er hat nur noch die 4 und die 5. Ich weiß nicht, was dann passiert. Oh, hier kann man sich jetzt entscheiden. Er geht zu den Z-Stars, der sagt, ne, ich bin der Nächste. Ja, klar, ja, geil. Oder? Bin ich jetzt dran?
Ah ne, es geht andersrum. Ich war ja erst dran, oder? Ja. Oh, da habe ich Glück gehabt. Stimmt, ich war ja erst dran. So, ich habe gerade falsche Reihenfolge im Kopf. So. Das ist so völlig random. Der kriegt erst, die abgeben musste, muss er jetzt wieder, kriegt jetzt wieder zu. Und wir haben ein Miniboss-Kampfspiel. Alles klar. Das sind sozusagen die einzigen Pflicht-Minispiele, nämlich zwei Boss-Minispiele. Und wir spielen gegen Goomba, okay. Das finde ich eigentlich ehrlich gesagt ziemlich cool, diese Boss-Minispiele. Aber warum hat man sie nicht in ein normales Mario Party einfügen können? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie sich gedacht, wir müssen das komplette Konzept auf den Haufen, über den Haufen werfen. Ich bin bereit. So, wir klettern einfach die Leiter hoch. Hallo? Was zum... Ich durfte da nicht hochklettern. Ich bin... Einfach... Hallo? Lol, was zum... Alter. Was zum... Oh Mann. Oh, jetzt kommt der Rage Mode. Die Hälfte ist weg. Man kann ihm maximal dreimal Schaden machen und ich habe gerade einen Punkt verloren, weil die Viecher mich runtergeschmissen haben. Oh, toll. Ich bin daneben gesprungen. Bin so boosted. Oh Gott. Okay, das wird nix, glaube ich, oder? Ich habe ja vielleicht noch eine Chance auf den letzten Treffer. Der letzte Treffer gibt nochmal Bonus. Ich weiß nicht genau, wie viel, ob er nur einen Bonus gibt. Erstmal gucken. Wario läuft erstmal daneben. Neben die Leiter. Oh, bin ich wieder gut mit dabei. Oh, okay, Donkey Kong kriegt den letzten Treffer. Ah, plus 3 gibt das und deswegen gewinnt er jetzt leider. Aber ich bin immerhin Zweiter. Ja. Hm. Ist halt alles sehr einfach gehalten, finde ich irgendwie. Mal gucken, was noch so für Bosskämpfe kamen. Also, kommen. Bei Mario Party 9 habe ich ein paar lustige gesehen. Ja, ich bin mal gespannt, was da so kommt noch. Nach wie vor wird Bowser noch von der 4 und der 5 zurückgehalten. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn er ausbricht. Auch Items sind irgendwie verstümmelt zu Zahlenwürfeln. Da hat man sich auch nichts Kreatives mehr ausgedacht. So, warum sollte ich hier, Pilze und sowas als Itemnamen geben, wenn ich doch einfach sagen kann, hey, das ist ein 0-1-Würfel. Sehr kreativ. Oh, was ist jetzt los? Oh, kriegt jeder einen Würfel, oder was? Oh, ich darf meinen raussuchen, oder wie? Ja, darf ich. Keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass ich den 4-5-6-Würfel habe. Ein Pechfeld. Ernsthaft? Ja, nee, ist klar. Klar, ich lande auf den Pechfeldern. Luigi wirft erstmal eine 0, wir bleiben stehen. Wario kriegt eine 5. Befreit damit Bowser wieder ein Stück. Jetzt nur noch die 4. Oh, der Alarmsound. Wenn du Bowser das letzte Schlüssel bekommst, dann nimmt er die Hälfte deiner Ministerne weg. Ach du Scheiße. Okay, bloß keine 5 würfeln. Ich bin Letzter. Ich bin fucking nochmal Letzter. Warum bin ich Letzter? Ich will nicht Letzter sein. Ein jeder gegen jeden im Minispiel. Paintball-Schlacht. In Mario Party? Wirklich?
Eine Paintball-Schlacht. Ziele auf deine Rivalen und schieße mit 2. Okay. Probieren wir mal. Okay, haha, Mario ist weg. Ah, oh, fuck, das war mein Fail. Ha! Geschafft. Hab mich aber zum Teil echt voll in die Offensive begeben und, da hätte ich zum Teil echt Probleme, machen können. Haben können, kriegen können. Ich habe Probleme, Sätze zu formulieren, offensichtlich. Verdammt. Natürlich. Das Äffchen kommt erstmal auf ein Glück ab, Fell. Ach so, das ist für uns alle. Acht auf dein Timing und springe, okay. Ach, Sterne. Oh, nice. Durch 3 Stück bekommen gerade. Ja, genau, Donkey Kong. Der fette Affe, der sammelt einfach alles ein. WTF. Nur verzeiht mir den Ausdruck, nur weil er so einen fetten Affenhintern hat. Mann. Gibt's ja wohl nicht. Glaube das echt nicht hier. Alter, der hat 32 Sternchen. The fuck? Bediene dich beim Gegner. Oh, ich... Ach so. Ich wollte gerade sagen, wenn ich die 5... Es ist noch die 4 bei Bowser, aber das habe ich halt gerade auch damit provoziert. Oh, na klar. Ich erwische natürlich das Feld ohne Sternchen. Ziel gerade, okay. Ist nicht mehr weit bis zum Ziel. Sehen wir uns mal, wie viele Mini-Sterne alle haben, ja. Donkey Kong 32, Toad 23 und Wario und Luigi haben jeweils 20 oder so. Drück schon weiter. Kriege ich was? Ja, ich kriege einen Würfel geschenkt. Ne, Luigi kriegt einen Würfel geschenkt. Der kriegt auch einen Würfel geschenkt. Ach so, weil die beiden letzten sind, deswegen. So, jetzt seht ihr das mal so, dass diese Bowser-Anzeige ist die ganze Zeit auf dem Touchpad. Was ein Ärger. So wie die Dinge laufen, sollte ich wohl besser eingreifen. Oh, was macht er denn jetzt? Oh, Mini-Bowser-Feld. Oha. Er hat nochmal ein paar Mini-Bowser-Felder erschaffen. Ich glaube, man hat gerade meinen PC gehört. Das war natürlich unvorteilhaft. So. Oh, ich krieg nochmal einen 4-5-6 Würfel. Das ist natürlich... Ah, okay, 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 ich verstehe. Auf der Zielgeraden, wenn Bowser bis zur Zielgeraden nicht da war, dann kann er nicht mehr auftauchen. Auf dem Gamepad ist kein Bowser mehr. Ich habe so das Gefühl, dass ich nicht gerade am Gewinnen bin. Das war ziemlich ein schlauer Satz von mir, muss ich sagen, denn ich habe bei weitem nicht die meisten Sternchen. Oh Mann. Okay, Bowser Jr., was macht der? Du verlierst die Hälfte deiner Mini-Sterne. Oha. Das ist bitter für Wario. Mich freut's. Alter, da vorne kommt minus 8. Und Donkey Kong benutzt natürlich seinen Nullwürfel. Jetzt hätte ich gern einen langsamen Würfel. Aber ich habe keinen. Yes, eine 1. Das sehen wir wenigstens nochmal ein Minispiel. Was? Kampf-Minispiel. Sternchen mal 5.
Was? Er hat jetzt Luigi irgendwie ganz viel weggenommen? Vielleicht, weil er jetzt die meisten hat und ansonsten nochmal, keine Ahnung. Punkteschleuder, was muss man da machen? Ach du Scheiße. Drücke A im richtigen Moment. Okay, ich muss also offensichtlich... Da steht ja einfach nur, drücke A im richtigen Moment. Alter. Okay, der blaue Toad hat es vorgemacht. Allerdings sollte man nicht auf die 20. Gibt wenig Punkte. Ich muss auch noch anfangen. Ach du Scheiße. Ja, Punktlandung. Geil. Nice. Okay. So, zweite Runde. Oh, nice. Fast die maximale Punktzahl. 180 von 200. Damit habe ich den Sieg. Denn Wario kann höchstens auf 160 kommen. Er macht aber 120. Alles klar. Und DK noch seinen zweiten. Das ist zu wild für den Affen. Der wird langsam alt, habe ich so das Gefühl. da habe ich doch gerade nochmal schön die Verhältnisse geändert. Time to play. Aber nicht ganz. Alter, die und ihre Nullwürfel. Wario wird den jetzt auch einsetzen. Der hat nämlich auch einen. Das heißt, Donkey Kong geht jetzt durch. Oder ich. Donkey Kong geht durch. Sehr schön. Damit bin ich nämlich jetzt Erster, weil er 8 Sterne zahlen muss. Und vielleicht sogar noch mehr. Ja. Schon wieder ein Kampfminispiel. Ach so. Jeder muss 10 Sterne zahlen. Jetzt habe ich... Also jeder zahlt was, so wie früher auch mit den Münzen, okay. Es scheint aber nur einen Minispieltopf zu geben und es wird dann immer umgewechselt. Keine Ahnung. Der erste Platz kriegt 26. Oha, ich muss mich anstrengen. Was? Pumpe den Ballon auf, bis er platzt. Okay, ich muss anscheinend die Fernbedienung hoch und runter schwingen. Okay, interessant. Das dürfte interessant werden. Das war jetzt so eine Facecam-Aktion. Warte, was? Ich hab's nicht gerafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hätte ihn nicht platzen lassen dürfen. Nein. Oh, ich hab das Spiel. Wieso das mein... Ja, oh mein Gott. Was, die sind beide Erster, deswegen bist du die Würfel. Oh mein Gott. Aber gut. Ich hab mich halt ohne... Ich hab mich halt völlig für Umme ins Zeug gelegt, weil... ich das Spiel nicht verstanden habe. Ja, gut Job. Gut Job. Ich werde dieses Brett auf jeden Fall noch fertig spielen. Also ich werde jetzt nicht auf die 20 Minuten achten. Ich würde gerne diesen Würfel einsetzen hier. Denn ich möchte keine zwei Parts, keinen zweiten Part anfangen, denn das ist völliger Quatsch. Aber wieder 10 Sternchen, die habe ich eben verloren. Aber Donkey Kong hat jetzt halt so viel, weil ich gefailt habe. Zurück. Und ich gehe halt aufs Pechfeld. Weißt du, ich hätte nur eine 2.
Es ist nichts passiert auf dem Pechfeld. Ach so, beim Zurückgehen zählt. Und er würfelt eine 1 und geht auch wieder drauf. Wetten, er würfelt jetzt höher? Nee, er geht auch. Wisst ihr, ich hätte halt auch nur eine 2 würfeln müssen und dann wäre ich nochmal zurückgeflogen, hätte nochmal 10 Sterne abgestaubt. Okay, aber wir gehen jetzt ins Ziel. Wario kriegt anscheinend nochmal Sterne, ja. Okay, ich glaube nicht, dass ich das noch gewinnen kann. Ich weiß nicht mal, wie viel man beim Boss bekommt. Tyrannia-Bombe, nochmal. Okay, Tyrannia. Mutant Tyrannia, also, okay. Okay, greif mit Bomben an. Okay. Aber auch wieder. Jetzt habe ich es aber auch wieder einfach weggedrückt, ohne zu gucken, ob es da irgendwie Zusatzerklärungen gibt, ne? Wäre auch doof. Nachher kritisiere ich das am Spiel und nutze die Funktion einfach nicht. Oh fuck. Oh. Okay. Wenn er das Maul aufmacht, muss man aufhören. Nein! Fuck! Ich habe sogar 2 ins Maul geworfen. Da geht er relativ schnell down. Donkey Kong liegt hinten. Das ist zwar gut für mich, aber... Alter. Nein! Ah, verdammt. Weil ich mir eigentlich wenig Sorgen machen muss gerade, weil ich... Wer hat den letzten Treffer gemacht? Wario. Okay. Er hat trotzdem weniger Punkte als ich. Aber Donkey Kong kann ich nicht überholen. Auch wenn ich jetzt Erster bin und Donkey Kong Letzter. Ich krieg nicht genug Sternchen. Oder? Wie viel kriege ich? 15. Oder? Reicht das? Ich weiß es nicht. Ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf. Wir sind am Ende angekommen, es wird Zeit, die Bonussterne zu vergeben. Oh, es gibt Bonussterne, ernsthaft? Wirklich? Ihr habt sowas wie Bonussterne hier eingefügt? Das ist ja fast gut. Minispielstar, okay, für was krieg ich... Der Minispielstar, meistgewürfelt, gewonnene Minispieler geht an Toad. Yay, geil, okay. Flotstar. Meist zurückgelegte Felder geht an Wario. Okay, das war jetzt komplett random oder was? Und es werden nur 2 vergeben. Und normale Sterne gibt es offensichtlich auch noch. Für den Sieger anscheinend. Luigi ist 4. Mario 3. Donkey Kong 2. Und Toad hat gewonnen. Yes! Haha! Yay! Ich hab's noch drauf. Geil. Ich weiß nicht, ob ich darauf stolz drauf sein kann. Herausforderung abgeschlossen. Super, Superstar. Mini-Sternsammlung und noch irgendwas. Keine Ahnung. Zu Grafik. Alter, ich hab's doch noch überholt mit 53 zu 42. Hm? Gar nicht mal so blöd. Gar nicht mal so schlecht. Vor allem hatte ich ja nochmal einen kleinen Absturz durch das Kampfspiel, das ich verkackt habe. Okay, aber cool. Ja. Ja, und damit sind wir bei diesem Part auf jeden Fall jetzt am Ende angekommen. Ich würde sagen, für einen Let's Test war es auch mal ganz lustig. Und mein erstes Fazit, was ich auf jeden Fall so abgeben kann, ist, ja, es ist mit Sicherheit ein spaßiges Spiel für Jung und Alt. Aber es ist definitiv kein Mario Party mehr. Das wussten wir auch schon bei Mario Party 9. Es ist einfach ein anderes Spiel. Es kann mitunter sehr lustig sein. Ich finde sogar, es hätte Potenzial. Es hätte Potenzial, wenn man A, nicht so viel geändert hätte. B, also, dass halt die Leute einzeln laufen. B, dass man vielleicht doch nochmal beigeblieben ist mit den Münzen und Sternen kaufen. So wie es halt in Mario Party einfach war, ja. Dass man entsprechend auch keine von A nach B Strecke hat, sondern halt einfach diese einfach ganz normale runde Felder macht, wie Spielbretter, wie man es halt kennt, ja.
dann natürlich, ja, ein bisschen mehr Kreativität hätte natürlich drin sein können, dass man einfach diese Würfel, die einfach sagt, das ist ein 0-1-Würfel, das ist ein 1-2-3-Würfel, das ist ein 4-5-6-Würfel. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Naja. Die Minispiele mit den Bossen, die finde ich richtig cool eigentlich. Man hätte die tatsächlich einbauen können. Im normalen Mario Party gab es ja immer so 20 Runden, war ja, glaube ich, Standard, dass man sagt, nach 10 Runden kommt so ein Spezial-Minispiel. Und nach der 20. zum Schluss auch nochmal. Ist ja hier nicht anders. Ja, am Ende kommt dieser Boss. Das fände ich nochmal. Das fände ich richtig cool, wenn man das da hätte einfügen können. Ansonsten, wie gesagt, sag ich mal, es ist wie gesagt ein spaßiges Spiel, aber halt den Namen Mario Party verdient es eigentlich nicht mehr. Meiner Meinung nach. Und ich denke, ich glaube, das sehen viele genauso. Ihr dürft gerne eure Meinung drunter schreiben, ob ihr sagt, ja, das macht noch Spaß und man kann es auch mal mit Freunden zocken. Oder sagen, nee. Wenn das unter dem Namen Mario Party läuft, ist das eine absolute Vergewaltigung. Weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Oder ist halt ein totaler Schuss. Ja, lasst doch mal eure Meinung da, schreibt es in die Comments, wir können mal ein bisschen quatschen. Vielleicht mache ich mal noch die anderen Spielbretter. Ich kenne keine davon, ich habe keine Ahnung, was es noch für Spielbretter gibt. Ich habe jetzt nicht durchgescrollt oder so. Mal gucken, ist ja noch ein bisschen Zeit. Ich würde mich auf jeden Fall ein bisschen weiter rumprobieren mit der Easy Cap Capture Card und am Freitag geht es dann los mit Breath of the Wild. Euer Onion sagt an dieser Stelle ciao, ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Däumchen nicht vergessen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Macht's gut.